Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist ja das Update 11.5 mit der neuen Chaos Engine herausgekommen. Und jetzt, als ich gerade aus dem Spiel rausgegangen bin, weil ich noch ein bisschen gucken wollte, was sich so alles geändert hatte, habe ich jetzt zum einen diese Benachrichtigung bekommen. Und ich werde euch in diesem Video auf jeden Fall alles zeigen, was neu mit dem Update ist, an Skins und so weiter. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video und schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und das sind jetzt irgendwelche Herausforderungen, die wir neu haben. 12 Tage, 5 Stunden, 50 Minuten müsste also bis zum Dienstag, glaube ich, vor der neuen Season gehen. Hier bekommt man zum Beispiel Skateboards und so Spitzhacken, dann noch zwei Sprays und eine Lackierung. Die kann man allerdings erst morgen bekommen. Ist auch anscheinend animiert, allerdings das nur sehr, sehr leicht. Die ganzen Items bekommt man hier, indem man einfach die Herausforderung abschließt. Ah ne, hier unten sind sogar noch mehr Sachen. Habe ich ganz vergessen zu... Oder habe ich einfach übersehen. Ja, gibt auf jeden Fall ein paar Dinge, die man da freischalten kann. Ich denke mal, ich werde auch ein Video dazu morgen bringen. Und dann eben mal zu allen Challenges, die dabei sind. Ansonsten keine neuen Sachen hierbei. Auch keine neuen Wettkampf-Items oder... Wettkampf-Items, genau. Nee, natürlich keine Wettkampf-Modis, die jetzt neu drin sind. Bei den Skins hat er ins schwarze Skin einen neuen Ziel bekommen, und zwar einen Valentinstags-Skin, der so aussieht. Sollten alle kostenlos bekommen haben, die den Skin haben. Zusätzlich haben wir im Item-Shop jetzt vor gut 10 Minuten neue Skins bekommen. Einmal hier die Wutstreiterin mit dem Anwärter-Backpack, muss man beides einzeln kaufen. Sowie das Metallmaskenpaket, eben mal passend zu den neuen Challenges. Der hat 3 Ziele, dafür muss man allerdings hier die exklusiven Challenges freischalten, ähnlich wie schon bei den Zone War Skins zum Beispiel auch, da gab es hier das gleiche System und hier gibt es auch noch Spitzhacken dazu. Alles hat 3 Ziele, aber muss man eben halt bei den Skins zumindest erst freischalten, kann man natürlich auch einzeln kaufen. Ansonsten, naja, noch ein paar alte Sachen, die jetzt im Shop sind. Wobei ich finde, heute ist der Shop, oder jetzt ist der Shop echt eigentlich ganz in Ordnung. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in eine Creative Mode Runde rein und schauen uns an, was alles an Ingame Items neu ist. Und wie ihr es vielleicht ja mitbekommen habt, ist jetzt Fortnite im Chaos-System der Unreal Engine oder in der Chaos-Physik-Version von der Unreal Engine, die ein paar neue Dinge reinbringen wird in Fortnite, auch noch in den kommenden Wochen. Dazu hatte ich ja, glaube ich, letzten oder vorletzten Freitag ein Video gemacht, wo die das angekündigt haben. Und jetzt ist das Ganze im Prinzip im Spiel drinne. Und das Ganze leider mit nicht ganz so vielen Changes, wie sich vielleicht der eine oder andere gewünscht hat. Sie haben natürlich geschrieben, dass es Fortnite nicht verändern würde, aber die News bzw. Updates dadurch sind wirklich extrem gering und unbemerkbar. Also das haben sie geschafft. Fortnite spielt sich immer noch genau wie vorher, außer dass es vielleicht gefühlt ein bisschen instabiler ist. Und wenn ihr irgendwelche Bugs dazu habt, dann solltet ihr immer auf Feedback drücken. Und dann unter dem Bug hier einmal einfach Physics eingeben und dann eben halt schreiben, was für ein Bug mit der Physics Engine drin ist. Und dann werden die das eben mal versuchen mit dem nächsten Update und natürlich auch kleinen Zwischenupdates zu ändern. Und ja, heute ist tatsächlich ein neues Item auch reingekommen. Neues altes Item, nämlich das Jump Pad. Ist wieder in allen normalen Modis verfügbar, nicht in Wettkampfmodis, was ich eigentlich ganz cool finde, weil das mir persönlich ohne diese Jump Pads und ohne Mobility besser gefällt, als wenn es eben halt so komplett unberechenbar ist und jeder mit einem Jump Pad irgendwo rumfliegt. Aber eben halt für die normalen Modis ist es verfügbar. Und die Chaos Engine bringt zum Beispiel neue Effekte für den Umhang rein, für jeglichen Umhang, den ihr euch anziehen könnt. Verändert das leicht so ein bisschen die Effekte. Manches ist noch ein bisschen verbuggt, aber
Das sieht auf jeden Fall ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen flüssiger aus, die Bewegung, als vorher. Davor war das ja wirklich so sehr, sehr straff. Das ist im Prinzip wie so ein Stück Pappe einfach nur nach oben geschwebt ist und keine Dynamik drin hatte. Ansonsten gibt es auch einen Bug, der schon bekannt ist. Dafür müsst ihr in einer Wand stehen bleiben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es hinbekomme. Ah, ja, oder auch nicht. Ihr müsst auf jeden Fall versuchen, dass ihr, während ihr gebaut wird, ihr in der Wand stehen bleibt, so wie hier, dass sie im Prinzip gelb ist. Müsst ihr warten, bis sie fertig gebaut ist, dann steht ihr ja immer noch drin. Allerdings, wenn ihr dann rausgeht, ist sie ja fertig. Nur mit dem Unterschied, dass ihr normalerweise eigentlich durchgehen können solltet. Hat jetzt natürlich im klassischen Vorführeffekt nicht funktioniert. Allerdings, hoffentlich natürlich jetzt. Ja, da seht ihr es. Man kann mit diesem Trick einfach durch Wände laufen. Selbst wenn ihr die Pickaxe, kann man, glaube ich, noch durchlaufen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Natürlich, wenn ihr es editet, funktioniert es nicht mehr ganz so. Ist ein Bug, der jetzt durch die neue Chaos Engine ins Game gekommen ist. Jetzt funktioniert es auf einmal nicht mehr. Ist sehr, sehr strange. Ich denke mal, die werden das aber auch ziemlich schnell fixen. Ja, dann noch die letzte Änderung, natürlich neben ein paar Challenges, die ein bisschen verbuggt waren, die jetzt auch gefixt wurden, ist jetzt das Sidegraden bzw. Umrüsten aus den Wettkampfmodi entfernt, so wie es eigentlich auch in 11.4 angekündigt wurde, habe ich auch damals im Video gesagt, dass es eigentlich nicht verfügbar sein sollte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, dass es trotzdem verfügbar ist. Und jetzt kann man eben halt auch keine AK mehr in den Wettkampfmodus bekommen. So wie eigentlich jedes neue Item nicht in Wettkampfmodus verfügbar sein soll, weil es eben halt sonst immer früher Beschwerden von den ganzen Pro-Playern gab. Was ich tatsächlich auch eine ganz gute Änderung finde. Denke ich mal, sollte aber die meisten echt nicht stören. Das waren eigentlich auch schon soweit alle Änderungen, die mit dem Update reingekommen sind. Früher hätte das auch ein reines Content-Update sein können. Wir können aber vielleicht eben halt noch nächste Woche mit einem Content-Update hoffen, dass vielleicht da noch Live-Event-Files reinkommen und so weiter. Natürlich wird auch noch das 14-tägige Event starten. Ich glaube, dass dieses Love and War Challenge Event zählt jetzt noch nicht wirklich dazu, sondern ich denke mal, dass morgen damit irgendetwas Großes starten sollte. Außerdem wird morgen wahrscheinlich auch der Harlequin Skin in Shop kommen mit eigenen Challenges. Das Ganze passend zum neuen Harlequin Kinofilm, glaube ich, der morgen rauskommt. Das war es jetzt aber wirklich mit allen Änderungen, die mit dem Update reingekommen sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir natürlich gerne Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.